bin im Unternehmen seit 2010, also schon 12 Jahre, habe hier Ausbildung begonnen als Werkzeugmechaniker. Ich mache ein duales Studium zum Wirtschaftsingenieur. Ich habe mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker zu machen. Ich mache hier ein kooperatives Studium. Ich habe mich für die Firma entschieden, da ich mich sehr für Autos interessiere. Purem ist Teil der Eberspächer Gruppe und innerhalb der Unternehmensgruppe zuständig für den Abgasbereich. Purem stellt für die meisten Autohersteller in Europa die Abgasanlagen her. Es gibt hier eine Lehrwerkstatt, eine Ausbildungswerkstatt, die Heinrich Baumann Talentschmiede. Die Ausbildungswerkstatt ist im Prinzip ein Raum und ein Ort, wo man sich voll und ganz auf die Ausbildung konzentrieren kann. Ist natürlich ein Riesenvorteil. Man bekommt berufsspezifische Sachen vermittelt, wie das Drehen, das Fräsen, das Schleifen. Und zum anderen hat man die Möglichkeit, auch mal in andere Berufsfelder zu schnuppern. Also alles, was wir in der Lehrwerkstatt ausbilden. Werkzeugmechaniker, Industriemechaniker, Konstruktionsmechaniker und Mechatroniker. Man durchläuft die komplette Firma. Man hat die Möglichkeit, sich unterschiedlichste Abteilungen anzuschauen. Es ist sehr sinnvoll, verschiedene Abteilungen zu durchlaufen und somit auch ein bisschen eine Tendenz für sich entscheiden kann, wohin die Reise mal gehen soll. War anfangs im Werkstofflabor, wo man verschiedene Werkstoffprüfungen macht oder auch Material testet. Zum einen kann man bei uns in die Produktion, man kann in globale Abteilungen. Mir wurde im 3. Ausbildungsjahr anvertraut, eine Dienstreise nach Portugal alleine zu tätigen. Ich habe die Abteilung Instandhaltung und Wartung unterstützt, war unter anderem auch in Advanced Technology Center eingesetzt. Das Thema meiner Bachelor-Thesis war eine Ist-Analyse von Kamerasystemen, die wir vor Ort und global auch einsetzen, um Klarschrifterkennung und weitere Codearten sowie Barcode, QR-Code oder DMC-Code zu untersuchen. Ja, also man hat bei Purem natürlich mehrere Aufstiegschancen im Gegensatz zu einem kleineren Unternehmen. Ich habe tatsächlich im Jahr 2000 angefangen hier zu lernen. Ich habe hier meine Lehre gemacht als Industriemechaniker. 3 Monate noch in der Produktion gearbeitet und dann kam irgendwann mal ein Anruf, ob ich nicht irgendwas mit Robotern machen möchte. Ich habe im Robotikthema über Zertifizierungsprogramme meinen Bachelor und letztendlich meinen Master gemacht. Und das alles hier bei Purem. Grundsätzlich ist man dem Unternehmer oder der Unternehmer ist eigentlich sehr weit und breit aufgestellt. Ich habe zum Beispiel in der Produktion in Neunkirchen in einer Abteilung die komplette Abteilung, die einzelnen Maschinen von dort leistungsbewertet. Das heißt, ich habe geschaut, welche Maschinen sind besonders stark, bringen viel Leistung, welche Maschinen sind schwach und müssen optimiert werden. Ich finde es immer spannend, dort zu sein, wo auch wirklich was passiert, wo ich dann beide Seiten habe. Einmal den Büroberuf quasi am PC und auf der anderen Seite bin ich aber auch nah an der Fertigung, wo ich sehen kann, was ich eigentlich bewirke. Ein Ferienjob. Also ich habe zuerst Lehramt studiert und in den Ferien dann halt eine Beschäftigung gesucht, bin dann bei damals Eberspächer gelandet und habe mich sehr wohl gefühlt, dann auch festgestellt, dass ich dann doch mehr ein technisches Interesse habe, als das nach dem Abitur dann irgendwie klar war und bin dann zunächst als 450-Euro-Jobber dann geblieben und darüber dann den Weg ins Studium gefunden. Das größte Highlight, das ich im Studium erlebt habe, war das Auslandssemester in South Carolina, das mir ermöglicht wurde, weil wir eben auch dort vor Ort einen Standort haben in Spartanburg. Und das Ganze sich dann ganz gut ergänzt hat. Also zu einem kooperativen Studium würde ich jedem raten. Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich. Ich würde das duale Studium sehr weiterempfehlen. Denn die Zusammenarbeit von Theorie und Praxis ist einfach genial. Es ist ein innovatives Unternehmen, ein Unternehmen, das sich in der aktuellen wandelnden Situation hinstellt, um weiter zukunftsfähig zu sein. Tatsächlich war es wirklich die menschliche Komponente, die mich hier gehalten hat. Dann gab es für mich eigentlich keine wirkliche Frage, wo mal anders hinzugehen. Wenn ich du wäre, würde ich mich bei Purem, bei Eberspächer hier in Neunkirchen bewerben.